Die Arbeit unter Tage war auch gefährlich. Die Abbaumethode des First-Ulm-Baus wurde aus diesem Grund verboten. Hier das Schema des ungefährlicheren Querbaus, ein sogenannter Bruchbau. Der wird auf eine bestimmte Länge hineingetrieben. Die Kohle wird hineingeschaufelt in die Hunde. Die Hunde werden weggeführt. Und wenn der Abbau am Ende ansteht, dann werden die Stempel, einige werden geraubt, weil man sie wieder brauchen kann. Und die anderen werden angebohrt und abgeschossen. Und dann geht man gegenüber auf der anderen Seite hinein. In der Zwischenzeit hat sich das so beruhigt, dass man dann nebendran wieder streckenförmig, also immer nur Kurzstreckenvortrieb im Holzausbau, entweder immer auf der gleichen Seite oder wechselweise auf der Wechselseite. Eine technologische Weiterentwicklung in der untertägigen Gewinnung war der sogenannte Strebbau oder Langfrontenabbau. Auch hier wird die Kohle durch Sprengung gewonnen. Die Stempel werden weiter versetzt und der ausgekohlte Bereich zu Bruch gelassen. Die offene Arbeitsfront war dabei breit. Dies erlaubte eine wesentliche Steigerung der Produktion. Im Bereich des Karlschachtes wurden die mächtigen Kohlevorkommen auch in Tagbauweise erschlossen. Hans Hubmann filmte in den 60er Jahren den Alltag im Bergbau. Mächtige Lagerstätten. Drei Flöze am Karlschacht, die drei Flöze sogar zusammen an einer Stelle mit einer Mächtigkeit von über 90 Meter, fast 100 Meter. Ein riesiges, dickes Flöz. Und da ist dann natürlich die Überlegung gewesen, ja, wenn das so ein dickes Flöz ist, dann kann man das ja auch im Tagbau gewinnen. Die Dimensionen des Tagbaus Karlschacht und die hier eingesetzte Technik waren beeindruckend. 20 Meter hohe und 360 Tonnen schwere Eimerkettenschwenkbagger, lange Förderbandanlagen, Bandübergabestationen und mächtige Absetzer standen für eine Epoche, in der menschliche Muskelkraft zunehmend durch Maschinen ersetzt wurde. Sprengarbeiten waren auch im Tagbau unverzichtbar. Der größte Betrieb war immer der Karlschachtbetrieb. Der Karlschacht alleine hatte zur Zeit 1956/57 alleine 1200 Leute, außer der Negrelli-Firma und der Sieg & Co. Das Jahr 1957 steht für die Blütezeit des GKB-Bergbaus. Auch die Gewinnung unter Tage wurde nach dem Zweiten Weltkrieg vorangetrieben. Durch einen Schrägschacht begeben sich die Kumpel in die Tiefe. Vor Ort, trotz fortgeschrittener Technisierung, harte, schweißtreibende Arbeit. Der Gebirgsdruck unter Tage war enorm. Hydraulische Stempel halfen dabei, ihn zu bewältigen. Nach dem Zweiten Weltkrieg für den Wiederaufbau Österreichs, zumindest aber der Steiermark, waren hier die Braunkohlevorräte aus dem Revier von höchster Bedeutung. Der technische Fortschritt hat allerdings laufend zu Mitarbeiterreduktionen geführt, wobei der höchste Mitarbeiterstand in der Gesellschaft ca. 10.000 GKB-eigene und von Fremdfirmen beigestellte Mitarbeiter waren. Schichtbeginn in der Grube Vohnsdorf, die von 1968 an ebenfalls von der GKB geführt wurde. Der Schachtaufzug bringt die Kumpel hier in eine Tiefe von bis zu 1200 Metern. Gearbeitet wird bei einer Temperatur von über 40 Grad Celsius. Die technische Ausstattung ist gut. Elektrische Streckenvortriebsmaschinen arbeiten sich durch das Flöz. Die wegen der hohen Temperaturen verkürzte Schicht dauert 6 Stunden.
Die bedeutende Glanzkohlenlagerstätte von Vohnsdorf wurde bereits 1670 entdeckt. Im 20. Jahrhundert aber konnte die Grube trotz enormen technischen Aufwands nicht wirtschaftlich geführt werden. Sie blieb für die GKB bis zu ihrer Schließung 1978 ein schmerzlicher Verlustbringer. Die Erinnerung an die Ära des braunen Goldes wird sich auch immer mit dramatischen Ereignissen verbinden, die den Einsatz der Grubenwehr erforderlich machten. Vor allem unter Tage kam es immer wieder zu Katastrophen, die Verletzte und sogar Tote forderten. Am 21. März 1970 berichtete die Kleine Zeitung von einer Katastrophe in der Grube Zangtal, die drei Tote forderte. Die Zünder sind explodiert und auch eine Pulverschachtel. Und wir sind dann am nächsten Tag, haben wir reinmessen und haben das müssen vermessen. Und da sind etwa 20 Meter, ist die alte Strecke um die Höhe, also um 3 Meter etwa oder 4 Meter, oberhalb gelegen. So hat es die ganze Strecke abgesenkt durch die Explosion. Noch dramatischer waren Ereignisse in Vohnsdorf während des Zweiten Weltkrieges. Gib die Tiefe ihm nicht wieder, bleibt sein Siegen, bleibt sein Siegen, bleibt sein Siegen noch zu üben. Am 6. August 1943 fanden bei einer Schlagwetterexplosion 101 Bergleute den Tod. Österreich trauerte. Die sterblichen Hüllen der Kumpel wurden feierlich beigesetzt. Solche Ereignisse trugen dazu bei, die Grubenwehr noch besser auszurüsten. Sicherheit wurde unter Tage großgeschrieben. Die ganze, sagen wir, Sicherheit ist einzig und allein vom Grubenrettungswart dazu mal abhängig gewesen. Wenn der das Gerät nicht richtig gewartet hätte, dann war der Bergmann drin in höchster Gefahr. Karlschacht hat 1985, glaube ich, war es, einen ganz schweren Grubenbrand gegeben, wo wir eine Woche lang mit Kreislaufgeräten im Einsatz waren. Weil es hat sich darum gedreht, einen Alpine-Miner zu verlieren und ein ganzes Abbaufeld zu verlieren. Aber, und wenn man dann gesehen hat, wie diese Leute, diese Grubenwehrleute vor Ort gehen. Jeder Schritt, jeder Handgriff kann tödlich sein. Da nimmt man den Hut ab vor diesen Leuten. Die Karlschachter Grubenwehr bei einem Übungseinsatz. In die Ausrüstung und Schulung jener Männer, deren Aufgabe es war, im Ernstfall Leben zu retten, wurde viel investiert. Sie mussten in der Lage sein, unter Extrembedingungen das Richtige zu tun. Ausgerüstet mit sogenannten Kreislaufgeräten mussten die Männer von der Grubenwehr unter Tag auch unter schwierigsten Verhältnissen Rettungs- und Sicherungsmaßnahmen durchführen können. Eine Katastrophe enormen Ausmaßes ereignete sich am 16. August 1965. In Pieberstein brach ein Damm. Eine Schlammflut wälzte sich durch die Stadt Köflach und legte den Tagbau und die Grube Karlschacht lahm. Nur 4 Jahre später, im Dezember 1969, die nächste Katastrophe. Enorme Hangrutschungen im Bereich des Karlschacht-Tagbaus vernichteten Großgeräte. Das war an einem Samstag, das werde ich nie vergessen, sind wir am Rand des Tagbaus gestanden und haben zugeschaut, wie das Gelände dort zu rutschen beginnt und haben zugeschaut, wie der Bagger immer weiter und weiter von Sand überschüttet wurde. Die größte Gefahr, die den Bergleuten im 20. Jahrhundert zu schaffen machte, kam aber nicht von Grubenunglücken oder hereinbrechendem Wasser, sondern von anderswo. Billige Energieträger drängten als Konkurrenz zur Kohle auf den Markt. Zwar erlaubten es die zunehmende Technisierung des Bergbaus,
und die vergleichsweise kostengünstige Gewinnung im Tagbauverfahren marktgerechter zu produzieren. Aber etwa ab dem Jahr 1957 gerieten das braune Gold und mit ihm die weststeirischen Bergbaubetriebe unter großen wirtschaftlichen Druck. Billiges Erdöl sprengte das bisherige Gefüge am Markt der Energieträger. Im gleichen Atemzug wird bewiesen, wie defizitär und wie groß das Defizit dieser Kohlengruben ist und trotzdem von der Möglichkeit ihrer Erhaltung gesprochen. Freilich, es geht dabei um das Schicksal von rund 10.000 Bergarbeiterfamilien, deren Zukunft nur durch eine systematische Umschulung und durch eine forcierte Industrialisierung gesichert werden kann. Die Kohlenkrise tritt heuer in ihr 11. Jahr. Seit 1957 sinkt mit den Erdölpreisen und der steigenden Elektrifizierung der Bedarf an dem verstaubten Energiebringer. Deshalb verlangte Dr. Bock 1961, damals Handelsminister und Chef der obersten Bergbaubehörde, die Förderung muss so rasch wie möglich von 6 auf 3 Millionen Jahrestonnen sinken. Doch auch die Kumpel forderten. Und die Gewerkschaften kämpften für ihre Rechte. Was dem einen die Mistgabel der Milchbauern im ungedeckten Rücken, war dem anderen der Pickel und Hammer seiner Hauer. Da dies nicht so weitergehen konnte, sann man nach neuen Wegen, die Kohle loszuwerden. Man baute Kohlenkraftwerke, die schon nach dem ersten Spatenstich veraltet und der Konkurrenz unterlegen waren. Trotz Subventionen kostet 1 Million Wärmeeinheiten unserer Kohle bis zu 70 Schilling. Mit Öl geht es um 50 Schilling. Ganz zu schweigen vom Atomkraftwerk, das heute schon die Preise konventioneller Quellen unterbieten kann und in 10 Jahren Träger der Energiestruktur sein wird. Kraftwerke aber baut man nicht bloß für 10 Jahre, auch nicht in Österreich. Hier baute man sie wohl umsonst. Denn meistens bleibt der Kessel kalt. Das kommt immer noch billiger, als ihn anzuheizen, um für Höchstkosten und Verluste Strom zu liefern. Alle Versuche, die Kohle loszuwerden, scheiterten am eisernen Gesetz unserer immer noch relativ freien Wirtschaft. Die Industrie, die 1957 noch 3 Millionen Tonnen kaufte, verkraftet heute knapp noch 1 Million, also ein Drittel dessen. Eine 2. Million wärmt Wohnungen und Häuser. Der sogenannte Hausbrand. So stehen heute 2 Millionen Tonnen Verbrauch, 4 Millionen Tonnen Produktion gegenüber. Die Ertragslage im Revier von Köflach-Voitsberg war gut und ist auch weiterhin gut. Die Ertragslage bei der Lackhook, die inzwischen geschlossen wurde, die Ertragslage bei den Vonsdorfer, beim Vonsdorfer Kohlenbergwerk ist wesentlich schlechter, während die Wolfsegg-Traunthaler Kohlenbergwerke mit kleinen Defiziten abgeschlossen haben. Diese Dokumentation stellte die Lage zwar einseitig dar. Das darin angesprochene Grundproblem, Absatzschwierigkeiten bei der Kohle, blieb aber nicht auf die 60er Jahre beschränkt. Es begleitete den weststeirischen Bergbau durch das gesamte 20. Jahrhundert. An vielen Orten der Weststeiermark wurde Kohle abgebaut. So auch bis in die 1930er Jahre hier in Pieber. Eine Bergbaulandschaft erlebt immer Höhen und Tiefen. Gründe dafür können Schwierigkeiten beim Abbau ebenso sein wie Qualitätsmängel oder Probleme beim Absatz. Die Kohlenkrise ab Beginn der 60er Jahre forderte verschiedene Opfer. So sperrte die Lackhook ihren großen Grubenbetrieb im Lavantal 1968. Pieverstein und Bergler gingen 1975 zu Ende, Vonsdorf schloss 1977. Durch diese Schließung unwirtschaftlich gewordener Grubenbetriebe konnten andere Bergbaue weitergeführt werden. Zu den Bergbauern, die die Kohlenkrise vorerst überlebten, gehörte im Raum Voitsberg die Grube Zangthal. Sie war 1871 vom Gewerken August Zang erworben und schon früh modern ausgestattet worden. Doch wie überall in den Grubenbetrieben bedeutete Gewinnung unter Tage auch hier harte Arbeit. Zangthal war der sogenannte Paradebetrieb. Zangthal hat geologisch günstigste Verhältnisse gehabt. Das Gebirge war ein gemütliches, ein ruhiges Gebirge, wo man hat viel leichter große Räume offen halten können. Deswegen ist ja auch dort relativ bald auch der Strebbau eingeführt worden. Insgesamt wurden in der Grube Zangthal zuletzt mit einem Doppelwalzenlader 27,5 Millionen Tonnen Kohle gefördert. Die Maschine hat es immer geheißen, die Maschine wird den Menschen helfen. Aber das war genau das Gegenteil.
Weil die Maschine hat den Menschen mehr angetrieben. Der Obersteiger oder auch der Betriebsleiter hat das oft nicht verstanden, wenn die Kühe, also die Leute dort vor Ort, die Leistungen nicht gebracht haben. Er hat gesagt, tut euer Ablös, also das Drittel vorher, hat so und so viel Meter gemacht. Warum habt ihr das noch nicht so weit? Also dadurch war oft so, dass die Maschinenführer die Jausen mit angenommen haben, wo sie sich früher hingesetzt haben und eine halbe Stunde Jausenzeit gehabt haben. Schreitausbau. Diese Grafik aus den 60er Jahren zeigt schematisch, wie der Abbau unter Tage in dieser Zeit vorangetrieben wurde. Die in Zangtal gewonnene Kohle wurde in der Zentralsortierung in Birnbach aufbereitet. Von hier aus konnte das braune Gold unter anderem per Bahn weitertransportiert werden. In Oberdorf zwischen Birnbach und Volzberg wurde im Moritzstollen von 1870 bis 1978 Kohle abgebaut. Auch diese Grube war im 20. Jahrhundert modern ausgestattet. Die Kohle wurde im Strebbau mit einem Walzenschremmlader gewonnen. Elektroloks bewegten Züge mit bis zu 40 Hunden zu einem Grubenbahnhof. Ein meterhoher Quecksilberdampfgleichrichter verwandelte Wechselstrom zu Gleichstrom, wie man ihn in der Grube benötigte. Mit einem Becherwerk gelangte die Kohle in den Hochbunker. Dort wurde sie nochmals umgeladen und mit einer Seilbahn in die Zentralsortierung gebracht. Die Lagerstätte, das ist eine Doppelschüssel, wo der Schüsselrand praktisch die Lagerstätte ist. Aus der Tiefe, aus der Tiefe und so war die Abbauführung dort horizontalen Scheiben. Zum Schluss haben wir in der 54. Sohle haben wir uns bewegt. Also das heißt, mal 4 Meter, Scheibenmächtigkeit fast 200 Meter unter Tage. Eine riesige Wendeltreppe oder Wendelstufe, wie man sagen will, wird durch das Gebirge durchgebaut und vorne wird die Kohle herausgenommen und hinter der Abbaufront bricht es zusammen. Neben dem Moritzstollen und der Grube Zangtal war der Karlschacht der dritte Untertagebergbau, der die Kohlenkrise vorerst überlebte. Gearbeitet wurde lange Zeit in 2/3-Schichten. In der Blütezeit des Karlschachts war dieses unterirdische System 43 Kilometer lang. Besonders heikel war im Karlschacht die Wasserhaltung. Die Schächte und Stollen mussten mit aufwendigen Pumpsystemen von hereinbrechendem Wasser freigehalten werden. Gekohlt wurde hier zuletzt mit dem sogenannten Alpine Miner, einer Streckenvortriebsmaschine der Voest. Die von den Kumpeln hier gewonnene Kohle war aufgrund ihrer guten Qualität besonders begehrt. Sie hatte einen vergleichsweise hohen Heizwert, wenig Schwefel und auch einen geringen Ascheanteil. Entscheidend wichtig für die Kohlegewinnung im Karlschacht war die Holzwirtschaft. Für die zur Beherrschung des Gebirgsdrucks nötigen Ausbauten bzw. Stempel waren große Mengen an Grubenholz nötig. Um es unter Tag zu befördern, wurde ein eigenes Holz- und Wettergesenke errichtet. Oben drüber war eine Tagbauöffnung. In die Tagbauöffnung sind die Meteorwässer hineingegangen. Immer wieder abgesackt, wieder Regen hinein, abgesackt, ist es also eine amorpher Brei geworden. Außerdem wurde dann nachher noch von Oberdorf kommend der Abraum hinuntergespült. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie sind 150 Meter tief und haben über sich einen amorphen Brei mit einem spezifischen Gewicht, was sagen wir nur mal von 2.
dann haben sie auf den Quadratmeter eine Belastung von 300 Tonnen. Allerdings hatte man im Kahlschacht nicht nur dem zunehmenden Gebirgsdruck zu widerstehen, sondern zugleich auch dem größer werdenden wirtschaftlichen Druck billigerer Konkurrenzenergieträger. Es geht abwärts, trotz größter Anstrengungen. Dieses drückende Gefühl war für die Kumpel eine zusätzliche Belastung. Doch Anfang der 70er Jahre gab es auch Grund zur Hoffnung für den weststeirischen Bergbau. Man entschloss sich zum Bau des modernen kalorischen Kraftwerkes Voitsberg 3. Hier sollten jährlich etwa 1 Million Tonnen Braunkohle verstromt werden. Der Vorstandsdirektor von der ÖDK hat damals gesagt, zwei Bedingungen. Die eine ist die Lieferung von 1 Million Tonnen Kohle pro Jahr und die zur Verfügungstellung von Lagerplätzen für die Flugasche. Das Kraftwerk der ÖDK, heute ATP, wurde mit modernster Umwelttechnologie ausgestattet und zählte mit einer Leistung von 330.000 Kilowatt zu den größten thermischen Anlagen Österreichs. Gleichzeitig begann die GKW mit der Verwirklichung eines Jahrhundertprojektes. Im September 1977 eröffnete der Großtagebau Oberdorf. Baggertaufe in Kohle, Großtagbau Oberdorf bei Bernbach. Die Graz-Köflacher Bergbaubetriebe besitzen damit den größten Schaufelradbagger Österreichs. Erzeugt wurde das 500 Tonnen schwere Ungetüm, das den Namen Leopold tragen wird, im Zeltweger Voestalpine-Werk. Der 47 Meter lange Bagger ist eine Einzelanfertigung und wurde speziell für die Erfordernisse im Tagbau Oberdorf, dem größten geschlossenen Kohleabbaugebiet Österreichs, konstruiert. Zur Bedienung des Großbaggers werden 4 Mann benötigt. Die Kommandos an den Baggerführer werden dabei von einem geländekundigen Steiger gegeben. Jede der Schaufeln hat ein Fassungsvermögen von 700 Litern. Der Schaufelradbagger erreicht dadurch bei lockerem Abraummaterial eine Förderleistung von 3000 Kubikmetern in der Stunde. Mit der Inbetriebnahme des Großtagebaus Oberdorf begann in der Ära des braunen Goldes die Zeit der modernsten Technologie. Menschliche Muskelkraft wurde durch leistungsfähige Maschinen ersetzt. Dieser Tagbau erstreckte sich zwischen Bernbach und Voitsberg über eine Fläche von etwa 200 Hektar. Über 30 Millionen Tonnen gewinnbarer Kohlenvorrat waren in diesem Gebiet festgestellt worden. 139 Millionen Kubikmeter Abraum sollten bewältigt werden. Ein enormes Ziel. Und alles lief nach Plan. Im Dezember 1979 konnte die erste Tagbaukohleproduktion aus diesem Bereich gefeiert werden. Die Partnerschaft zwischen Bergbau und Stromwirtschaft schien zu funktionieren. Ein Vertrag sah vor, dass die GKB bis zum Jahr 2008 Braunkohle liefern sollte. Doch während das Großtagbauprojekt Oberdorf hoffen ließ, die Kohlenkrise überwinden zu können, waren die noch nicht ganz ausgekohlten Grubenbetriebe der GKB endgültig unwirtschaftlich geworden. Im Dezember 1978 wurde der Grubenbetrieb in Oberdorf geschlossen. Aus dem Moritzstollen wird der letzte Hund hochgezogen. Nach der Grube Oberdorf sollte Zangtal zugesperrt werden. Die Arbeiter protestierten. Auch deren Frauen gingen auf die Straße. Die Kumpel unter Tage konnten nicht wirklich verstehen, warum sie ihre Arbeit nicht bis zur vollständigen Auskohlung der Grube in Ruhe fortführen durften. Das ist ja das Traurige. In der Nachkriegszeit ist die Kohle nachgefragt gewesen. Da hat man Samstag und Sonntag Förderschichten eingebaut gehabt. Und jetzt ist die Kohle wertlos. Also ich weiß nicht. Die Geschäftsführung der GKB zeigte sich verständnisvoll, aber unnachgiebig. Ohne Zweifel ist es nicht nur schwierig, sondern auch schmerzvoll, aus Betrieben aussteigen zu müssen, die noch dazu so traditionell sind. Am 23. März 1989 wurde der letzte Hund aus Zangtal hochgezogen. Irgendwie ist es ein bisschen traurig, nicht? Aber Bergbau gewesen ist, nicht?
Man gehört ja der Grube, Arbeit hat. Und so eine Kameradschaft wie da in Sankt war, wird es wahrscheinlich nirgends mehr geben. Die Schließung vor der endgültigen Auskohlung stieß bei den Bergleuten naturgemäß auf wenig Gegenliebe. Da braucht es nur die oberen Scheren fragen, da drüben, nicht uns. Weil die müssen ja schauen, dass eine Arbeit ist. Ne? Wir haben ja genug geleistet. Traurig für uns, aber noch genug Kohlen da wäre. Ne? Die Grube Karlschacht blieb von dem Konzept, Kohle nur noch im Tagbau zu gewinnen, ebenfalls nicht verschont. Die Hausbrandkohle, wovon 30% der Produktion vom Karlschacht Hausbrandstückkohle waren, die lagen in Bernbach auf Lager, waren nicht absetzbar. Und wenn Sie die Preisdifferenz nehmen zwischen einer Hausbrandkohle und einer billigen Kraftwerkskohle, da fehlen zwischendrin fast 1000 Schilling. Und wenn Ihnen da etliche 1000 Tonnen Hausbrandkohle auf Halde liegen, ja, dann wissen Sie, wo das Geld geblieben ist. 6. Juli 1990. Der letzte Hund wird aus der Grube Karlschacht gefahren. 150 Jahre Bergbautradition in Rosenthal sind damit zu Ende. Und nicht nur das. Mit dem Grubenbetrieb Karlschacht endet auch die Ära des Untertagekohlebergbaus in der Steiermark. Die Bergleute verlassen die Grube. Die letzte eng verschweißte Gemeinschaft von Kumpeln unter Tage ist Geschichte. Mannschaftsbesprechung im Tagbau Oberdorf. Von 1990 an hatte bei der GKB die rationelle Gewinnung von Kohle im Tagbau absolute Priorität. Die Faszination Bergbau ist nun eine andere. Die geheimnisvolle fremde Arbeitswelt unter Tage gibt es nicht mehr. Doch bisweilen sorgt die Witterung auch hier für extreme Bedingungen, die Mensch und Maschine fordern. Neben beeindruckenden Großgeräten standen in diesem Tagebau zum Abtransport der Kohle kilometerlange Förderbahnstrecken in Betrieb. Braunkohleförderung durch riesige Schaufelradbagger. Das war der Höhe- und Schlusspunkt in der Geschichte der Abbautechnologie zur Gewinnung des braunen Goldes in der Weststeiermark. Diese Lagerstätten hier im westdeutschen Kohlenrevieren waren lange Zeit sehr ertragreich und sind auch heute noch nicht ausgekohlt. In Summe wurden in den Wies-Eiweswalder Revieren mehr als 15 Millionen Tonnen Glanzkohle und im Köflach-Volzberger Revier etwa 165 Millionen Tonnen Braunkohle. Insgesamt also mehr als 180 Millionen Tonnen Kohle abgebaut. Damit könnte man einen Eisenbahnzug, der mehr als zweimal rund um den Erdball geht, befüllen. Entstanden sind diese Lagerstätten vor etwa 13, 14 Millionen Jahren, einer Zeit, in der es bei uns das Nashorn, den Urelefanten, Schildkröten und auch Krokodile gab. Zu jener Zeit boten mächtige Sumpfwälder die Basis für die spätere sogenannte Inkohlung. Diese Wälder trockneten mit der Zeit aus und die Landschaft versteppte. Die pflanzliche Substanz aber, umgestürzte Stämme und Baumstrünke, war bereit für eine Verwandlung. Vorübergehend vergletscherte das Gebiet. Die ursprüngliche Pflanzensubstanz verwandelte sich vorerst in Torf. Daraus wurde dann, durch Überlagerung von Sand und Schlamm und der Luftabschluss, die Kohle. Lange Zeit verborgen als Schatz der Erde. Dann vom Menschen entdeckt und vorerst als Produkt des Teufels verachtet. Zuletzt aber in der Ära des braunen Goldes, unter großen Mühen freigelegt und abgebaut. Kubikmeter Abraum mussten im Durchschnitt bewältigt werden, um eine Tonne Kohle zu gewinnen.
Doch das Rad der Zeit ließ sich trotz dieser höchst effektiven Gewinnungsmethoden nicht mehr zurückdrehen. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts war die Ära der Braunkohle zu Ende. Schwierigste wirtschaftliche Rahmenbedingungen führten zuletzt dazu, dass bereits im September 2004 die letzte Kohle aus Oberdorf für das Dampfkraftwerk der ATP bereitgestellt wurde. Die GKB Bergbau GmbH befasste sich in den letzten Jahren intensiv mit Rekultivierungsmaßnahmen. Es sollten keine unschönen Wunden in der Landschaft zurückbleiben, sondern veredelte, nutzbare Flächen. Generationen wurden vom Abbau der unermesslich scheinenden Kohlevorräte geprägt. Doch nach der Jahrtausendwende mussten sich die Bergleute damit abfinden, dass ihre Zeit, die große Ära des braunen Goldes, vorbei war. Endgültig. Nur das Glück auf als Gruß würde bleiben. Und die Erinnerung an eine schöne, doch auch sorgenvolle Zeit. Das Gelände um den Kahlschacht wurde mit Hilfe von Abraummaterial aus Oberdorf sowie Industrieaschen verfüllt und stabilisiert. Kinder pflanzen Bäume, dort, wo einst aus Bäumen Kohle entstand. Für die GKB Bergbau GmbH hat sich der Kreis geschlossen. Viele der ehemaligen Bergbauflächen sind bereits rekultiviert. Verkehrsmäßig ideal gelegen stehen sie, wie dieses Gebiet in Rosenthal, für eine neue Nutzung zur Verfügung. Auch in der Umgebung der Stadt Köflach bzw. der Marktgemeinde Maria Lankowitz sind die ehemaligen Bergbaugebiete bepflanzt und fügen sich ideal ins Ambiente der aktuellen Freizeittourismusaktivitäten. Genau diese Grundstücke werden es sein, die der Region wirtschaftliche Möglichkeiten bieten werden. So haben wir bereits viele dieser Grundstücke, dieser ehemaligen Bergbauflächen in Form von Freizeitflächen, zum Beispiel in der Golfanlage bzw. dem Biebersteiner See, der Region wirtschaftlich zurückgegeben. Ich war gerne im Bergbau. Es war eine sehr, sehr schöne Zeit, eine Kameradschaft. In wenigen Jahren werden hier im Raum Köflach, Marie-Lankowitz, Bernbach, Volzberg auch die letzten Spuren des Kohlebergbaus aus der Landschaft verschwunden sein. Was bleibt, ist die Geschichte, ist die Tradition, ist die Erinnerung an eine besondere Ära des braunen Goldes. Deshalb dem heimischen Kohlenbergbau und seinen Bergleuten ein wehmütiges Glück ab, der Weststeiermark aber ein kräftiges, herzliches Glück auf. Was wird bleiben von der Ära des braunen Goldes? Nur die Erinnerung, die Tradition, die bergmännische Kultur, wie sie zum Beispiel im Barbara-Brauchtum oder im musikalischen Repertoire der Bergkapellen zum Ausdruck kommt? Die letzte Reise des Schaufelradbaggers Leopold vom ehemaligen Großtagbau Oberdorf in die neue Bergbauerlebniswelt Zangtal. Noch einmal zeigen sich die Dimensionen des Bergbaus. Damit der 500 Tonnen schwere Bagger und sein 365 Tonnen Begleiter, ein Bandwagen, sich außerhalb des Bergbaus bewegen konnten, mussten Straßen verbreitert und Strommasten versetzt werden. Die Großgeräte sind jetzt hier, auf diesem neuen Freizeitgelände der Stadt Voitsberg, zu besichtigen. Tourismuseinrichtungen, die in ehemaligen Bergbaugeländen entstanden, wie zum Beispiel hier, in der vor einigen Jahren eröffneten Schießsportarena Zangtal, werden an den Bergbau erinnern. Auch das attraktive Freizeitzentrum Pieberstein mit allen seinen Einrichtungen hätte nicht entstehen können, wenn hier zuvor nicht nach dem braunen Gold geschürft worden wäre. In der früheren Bergbaugemeinde Rosenthal entstand ein moderner Technologie- und Gründerpark. Ein herausragender, zentral gelegener Standort für zukunftsorientierte Firmen. Auch für behinderte Menschen gibt es hier wertvolle Arbeitsmöglichkeiten.
Auf dem ehemaligen Bergbaugelände Karlschacht entstand ein moderner Einkaufspark. Der Bereich der früheren GKB-Zentralsortierung wird ebenso industriell genutzt wie das Bergbaugelände in Bergla, wo jetzt die Wolfram GmbH tätig ist. Die Ära des braunen Goldes ist Geschichte. Doch es blieb ein fruchtbarer, traditionsreicher Boden, auf dem Neues entstehen konnte und noch weiterhin entstehen wird. St. Barbara, du bist es, wenn der Berg einst schweigt, die zu uns in die Tiefe steigt und uns, wenn unsere Stunde schlägt, zum letzten Mal nach oben trägt. Du bist es, die zum Herrgott spricht. Sieh diese Männer mit dem Licht. Ihr Leben ist die Dunkelheit im Berge und die Einsamkeit. Du weißt, wie wir um Lieb und Leid. Du kennst die Angst, die Traurigkeit. Und bist du uns doch, St. Barbara, im Leben wie im Tode nahe.